Lul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 
Oh, noch ein roter Rubin. Oh, schön, 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 schön. Rote Rubine sind immer am besten. Je mehr rote man Rubine man bekommt, desto mehr Kohle hat man natürlich nur noch zur Verfügung. Zack, weg. Ich zeige euch aber mal ganz kurz, was passiert, wenn man in die Pflanze reinspringt. Was ist das für eine Riesenbiene? Alter Falter. So, pass mal auf. Wow. Dann springe ich einfach mal in die Blume mal rein. So, seht ihr, man kann sie nicht töten. Man wehrt sich nur halt dagegen. Und kriegt halt auch einen bösen Schaden dafür. Zack, noch eine Schatztruhe und noch eine Münze. Aha, a coin bearing the image of the Queen's horse. It'll help us find the treasure for sure. How can you tell, boss? Never doubt the well-honed instincts of an experienced treasure hunter. If you say so, Mr. McD. Mr. McD? Ich glaube, Quack hat auch in der Serie ihn immer Mr. McD genannt, oder? Mr. McDuck oder sonst. Oh, nee. Doch, dann nennt er ihn auch. Mr. McDuck hat ihn auch mal genannt. Finde ich cool, dass er wirklich. Es ist eigentlich wirklich so, als ob man gerade echt die Serie spielt von früher. Weg da, du blödes Viech. Oh, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ziemlich derben Schaden. Ah, war einer, cool. So, jetzt brauche ich irgendeinen von euch beiden. Danke. Oh, eine Torte. Noch ein Rubin, geil. Ich habe jetzt schon wieder über 400 Dollar. 400.000. Wo ist Frieda, wenn man sie braucht? Oh, wie fies, ey. Wer die Serie nicht mehr im Kopf hat, Frieda war die Hausdame von Dagobert. Hat sie halt wirklich immer sein Haus sauber gemacht und so weiter. Und da ist die nächste Truhe. Ich muss dazu sagen, der Amazon, das ist echt das einfachste Level überhaupt, weil du findest sehr schnell alles, was du brauchst. Zack. Look at this. An ancient coin with the image of a scythe. It must represent a good harvest. This is Launchpad, calling Mr. McD. What is it, Launchpad? I'm running a little low on fuel up here. Well, where are the extra fuel canisters? That's why I'm calling you, boss. I checked the glove compartment, but all I found was gloves. Oh, you'd best find those fuel canisters, or the next thing you'll be flying is a model airplane. Okay. This time I ask you for help. Is that a promise? Alter, wie fies war das denn bitte? Quack braucht unbedingt Hilfe, weil er wieder mal kein Benzin mehr drin hatte. Und ja, können Sie mir helfen? Ich habe überall nachgeguckt, habe nichts gefunden und naja, und aua. Und guckt erstmal im Handschuhfach nach und da ist natürlich nur nichts anderes drin als Handschuhe. Aber ich finde es cool, dass man wirklich diesen Pogo-Stick hier halt hat. Und wusstet ihr eigentlich, dass dieser Pogo-Stick hier auch halt von Nintendo aber anders genutzt worden ist? Ganz einfach, nämlich halt, ihr kennt ja das Spiel Donkey Kong Country Tropical Freeze. Und da spielt man ja zum ersten Mal Cranky Kong. Und Cranky Kong hat da die Fähigkeit, mit seinem Pogo, mit seinem Stab zu laufen. Found another one. And it depicts the ruling might of a spear. Ist abgestürzt. What was that? Nothing, boss. I'm sure nobody was using that tree anyway. Except maybe them. Und den. Unser lieber Quack ist erstmal in einen Baum reingerast. Und ganz zufällig wohnten natürlich dort Affen. Und die haben wir jetzt erstmal platt gemacht. Was ich gerade noch sagen wollte, und zwar, der gute Cranky Kong hat ja auch in Tropical Freeze einen seinen Stab dabei. Das ist sein Laufstab, sein Spazierstock und so weiter. Und genau das gleiche, also halt mit dem so hochspringen und so weiter, kann er halt auch. Und das haben die halt wirklich 1:1 von Dagobert Duck hier übernommen. Was ich mega lustig finde, weil einfach, es sieht so lustig aus, wirklich mit Cranky, halt auch mit seinem Stab und so weiter. Geil. Oh! Leute!
Geld! Money, money, money! Und noch eine Münze. Was ist da drin? Look at this one. It shows a shield. You know, I bet those Incans could have minted a whole lot more coins if they hadn't tried to make each one unique. Und mir ist noch was eingefallen, und zwar, Dagobert hat gesagt, da gibt es eine Münze, die aussieht, also wo eine Sense drauf abgebildet ist und so weiter. Da hat er gesagt, ja, das steht eigentlich dafür, dass es halt eine gute Ernte gibt und so weiter. Aber ich glaube, die Sense hat auch eine andere Bedeutung, und zwar eigentlich steht die doch eigentlich auch für den Tod, oder? Und ich glaube deswegen auch diese Anspielung mit dem Kanister, dass halt da, dass er kein Benzin mehr hat. Ich glaube, das wird so gemeint, oder? Und ja, ganz zufällig stürzt er natürlich auch ab dann. Naja, und ich habe immer andere. Ich denke mir immer was aus, was eigentlich gar nicht stimmen soll oder sonst so was. So, wir gehen nach oben. Wir sind in diesem Bereich fertig. Wir haben alle Münzen, die wir eigentlich brauchen. Eigentlich. Muss man immer ein bisschen gucken, wo die ganzen Sachen eigentlich versteckt sind. Und man findet es eigentlich sehr schwer heraus, eigentlich, wo man dann suchen muss. Das zeige ich euch gleich nochmal. So, zack. Jetzt nochmal ein bisschen aufladen. Die letzte Münze ist hier. Aha! This coin bears an image of the scales of justice. Just what I need to help me find the scepter. Hello, Mr. McD. I had a thought. Launchpad, why start now and spoil a perfect record? That's a good question. Er hat angefangen zu denken. Das ist nicht gut. Launchpad, were you dropped on your head much as a child? Das erklärt einiges bei Quack. Aber auch voll cool. Ich sag doch, die Zwischensachen sind einfach nur lustig, weil wirklich einfach nur, sagen Sie mal Quack, sind Sie eigentlich öfter mal irgendwie mal als Kind in den Kopf gefallen? Ja, jeden Tag. Woher wissen Sie das? Voll cool. Come in, Launchpad. I found something. There's a carving of Manco Capquack on this stone slab, and there's 8 circular notches around it. Und genau hier hätten wir diesen Hinweis bekommen für die ganzen Münzen und so weiter. I'm not sure what it tells us, but I'm certain it's an important clue. Bless me, bagpipes. These coins I found will fit perfectly into those notches. Oh, you must have come across an ancient Incan poker table, Mr. McD. How about I come down there and you deal me in for a hand? You come down here and I'll deal you a blow to the head. You're supposed to be keeping an eye out for trouble, remember? Es ist bestimmt ein Pokertisch. Ja, sieht vorher auch wie ein Pokertisch, wirklich. Also echt mal. Dann leg sie mal rauf. Zack. Und nichts ist passiert. Hey! Ganz ruhig. Oder auch nicht. Auf einmal fängt noch ein Alter, hat er gerade angefangen. Will you look at that? The ancient city of Manco Capquack. And that beam of light. It must be pointing to the temple of the clouds. But how am I going to get across? Up here, Mr. McD. Und da ist unser lieber Kumpel Quack, der uns jetzt da rüberbringt. Alter, hat der gerade vibriert. Komm, leg ich mal den auf den Tisch und so, aber. So. Jetzt geht's hier weiter. Jetzt müssen wir versuchen, halt natürlich zum Wolkentempel zu kommen. Und da hinten ist die antike Stadt von diesem komischen Monty Quachak oder wie er heißt. Und ganz wichtig, Freunde, fliegt hier nicht gleich rüber, weil ihr verpasst hier eine ganze Menge von Edelsteinen. Und die müssen wir auf jeden Fall einsammeln, weil wenn man natürlich extrem viel Kohle sammeln möchte, dann muss man hier echt überall hingehen. Und einfach um zu mal wieder zu der alten Plattform zurückgehen und einfach mal gucken, ob man hier irgendwas noch findet. Zum Beispiel hier ist noch einer versteckt. Aua. Oh, 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 oh. Hier kann man natürlich auch sehr leicht sterben. Ja, jetzt einfach. Oha, das war jetzt saublöde gerade. Ist hier noch was? Na gut, fliegen wir lieber weiter, bevor noch irgendwas passiert. Bevor ich sterbe. So, mal hier gucken. Nein! Mist, 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 Mist! Ah!
ist natürlich das Fiese an dem Spiel. Man hat natürlich auch Leben und so weiter. Und wenn man halt alle Leben verliert, ja, hat man halt auch nicht mehr, muss man, glaube ich, das ganze Level nochmal von vorne anfangen. Ich kann nochmal gucken. Nee. Mach ich jetzt lieber nicht nochmal. Ich fliege lieber weiter. Und guck mich nochmal um. Hier muss ich nochmal hin. Das blöde Viech mich hier echt erwischt hat. Mist, ey. Wow. Und da ist wieder ein Rubin. Wunderbar. Geh weg, du blöde Biene. Du Humbelbumbelbiene. Eine Humbelbumbelbiene. Ist noch was? Jawohl. Jetzt brauche ich mal den hier. Nein! Nein, 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 nein! Geh weg, lass mich los! Oh, ich geh lieber noch über. Nochmal ein Eis. Zack. Oh. Nochmal ein Edelstein. Na, nochmal hier. Naja, schade. Ich wollte eigentlich mit 7000 auf, Ich wollte eigentlich mal so mit 7000 in den Tempel kommen, aber leider, naja, nicht geschafft leider. Und hier sind wir. I did it! I found a legendary temple of Manco Capquack. With a little help from your old pal, Launchpad McQuack. Oh, of course, Launchpad. I couldn't have done it without you. Now just hold on and with a little luck, that scepter will be mine in no time. So, dann wollen wir mal ganz schnell hier noch ein bisschen was einsammeln. Oh ja, doch, über 7000 bin ich im Tempel. Sehr gut. Zack, was ist hier drin? Nochmal ein bisschen was versteckt. Was ist hier versteckt? Was ist hier versteckt? Ich will ein bisschen Kohle, yeah. Jawohl, erstmal wieder so ein roter Edelstein, alles klar. Weg da. Und hier ist ganz leicht zu sehen, ein Geheimgang. Manchmal findet man natürlich auch immer so ein paar noch mehr Edelsteine oder zum Beispiel auch noch ein Leben oder sonst irgendwas. Und Leben sind echt in dem Spiel wirklich wichtig, weil es kommen natürlich noch ein paar schwierigere Level. Zum Beispiel, das ist ja auch voll fies, auch wenn man so einen riesen Felsen hinter uns. Ganz locker gehen wir einfach hier rüber. Er hat keine Angst oder sonst irgendwas. Oh, ein Inka. Und ich bin hoch. Weg. Tschüss. Ich will ein bisschen Geld. Ich will ein bisschen Geld. Haben, yeah. Rubine, 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 Rubine. Juhu. Und oh, fast eine Million. Leute, wir haben fast eine Million. Oh, Frieda! Guck mal, Leute, das ist Frieda, unser Hausmädchen. Und die erlebt immer auch voll coole Abenteuer und so weiter. Und die sind voll cool. Ich finde die irgendwie voll lustig. Hallo, Frieda! Why are you here, Mrs. Beakley? I'm just making sure you stick to your diet, Mr. McDuck. Diät? Oh, ein Leben! In gold, Mrs. Beakley. If you'll pardon the expression. Of course, but I'll find my own way out, thank you very much. So, apropos Diät. Sie erzählt, dass wir auf unsere Diät aufpassen müssen. Was gibt's für uns? Eine Torte, ein Eis und sonst irgendwas. So, noch was. Wenn ich meine zwei Leben voll hätte, hätte ich hier was anderes bekommen. Und zwar einmal zweimal Eis und einmal eine Torte. Man kriegt das Leben eigentlich wirklich nur sehr selten. So. Aua! Blöder Inka. Ja, das sind die Typen aus dem Inka-Stamm hier. Weg da. Boom! Headshot! Aua! Ich hatte mein Leben noch! Ich hatte meine Unverwundbarkeit! Oh, 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 oh! Ja, geh weg da! Bam! Aus dem Weg! Ihr werdet mich nicht töten. Ja. Und eine Million! Leute, wir haben eine Million! Oh, geil! Und was mir eigentlich aufgefallen ist, ich glaube wirklich bei DuckTales war das früher so gewesen, dass echt der gute Robert wirklich überall echt nur irgendwie Schätze gesucht hat, oder? War das nicht so? Eine Wunderlampe hat er mal gefunden. Dann hat er eine ganz andere Sache noch gefunden. So. Wir müssen jetzt hier abhauen, weil nämlich die Decke uns auf den Kopf fällt. Aber für einen schönen Edelstein gehen wir natürlich zurück. Zack. Na gut, ein Eis. Eis schmeckt auch lecker. So, ich glaube, jetzt kommen wir gleich zum Endboss. Ja, den machen wir noch. Den auch noch nicht. Ich dachte, wir kommen jetzt schon zum Endboss. Ja, natürlich hat jeder Abschnitt natürlich dann noch einen Endboss und so weiter, den wir erledigen müssen.
Und ich kann mich echt erinnern, dass die Endbosse im NES-Teil wesentlich schwerer waren als wirklich jetzt hier in dem Remake. Das Remake ist extrem einfach geworden. Und es liegt nicht nur daran, dass ich wirklich auf einfach spiele, sondern die sind wirklich sehr einfach. So. Aber was wirklich auch schwer ist bei diesem Spiel, sind echt diese ganzen Massen an Gegnern, die hier rumlaufen. Und noch was, was richtig cool ist, man kriegt echt nicht alle Schätze ganz auf dieselbe Art und Weise. Man muss auch ein bisschen was anderes dafür machen. Zack, ist hier noch was? Au! Ein Herzteil! Hier haben wir ein Herzteil, wir haben 4 Herzen gefunden! Jawoll! Wir haben 4 Herzen jetzt, sehr schön. So, ich probiere natürlich jetzt noch in diesem Part noch den Amazonas fertig zu kriegen. Damit wir uns im nächsten Part natürlich um Transsilvanien kümmern können. Zack! Und noch ein Eis. Ja, doch, machen wir den Endboss jetzt noch platt. Endboss Time! Und da ist der Endboss. There it is, the King's Scepter. Well, this was easier to find than a penny in a parking lot. Ich habe noch nie ein Kreuz auf dem Parkplatz gefunden. Noch nie. Das Scepter! Und da ist der Wächter. What was that? Der Wächter, Kopf und so weiter. Der ist eigentlich extrem einfach. Man muss einfach nur. Der darf. So viel zum Thema, der ist so extrem einfach. Wenn er einmal auf uns, also wenn er so auf den Boden stampft, kann er mich halt von meinem Pogo-Stick runterholen. So, jetzt kommt die Wand natürlich auch noch hier auf uns zu, ist ja ganz klar. Jetzt kommt der oben auf uns runter, ist klar. Ich werde nicht von dir zerquetscht werden, das wird nicht passieren. So, wir sind in Sicherheit. Komm runter jetzt, komm. Komm, mein lieber Kopf. So, wenn er so aufstampft, dürfen wir nicht auf dem Pogo-Stick sein, weil sonst haut er uns sofort runter. Zack. Ah, hat er mich heute erwischt. Aber der Gehstock hat so eine Power, dass er sogar richtig krasse Felsbrocken von dem runterhauen kann. Alles klar. Ich habe nur noch ein einziges Herz. Das ist nicht schön. Ich muss natürlich ein bisschen aufpassen. Wenn er mir juckt, gerade die Nase. Wo kommt runter? Ah, ja, 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 ja. So, nicht getroffen. Nein, er springt natürlich auch. Oh, wie fies, er springt auch. Oh, das war fies. Auch bitte zu springen. Ich bin derjenige, der nur springen darf. Und eigentlich ist der wirklich, der Typ ist eigentlich echt voll einfach hier. So, wo kommt der jetzt? An der Seite, zack, zack, zack. So lange wollte ich den Part eigentlich jetzt nicht machen. Jetzt habe ich leider nicht gesehen, wo die Felsen hochkommen oder runterkommen oder hochkommen, keine Ahnung. Ich gehe jetzt endlich weg. Ich will dich platt machen. Ich will dich platt machen. Ich will dich platt machen. Zack. Ich muss aber echt sagen, DuckTales Remastered ist einer meiner absoluten Lieblingsspiele geworden. Weil die echt, weil es einfach nur wirklich endlich cool gemacht worden ist. Also es ist wirklich halt so mit sehr viel Liebe gemacht worden. Und es war auch sehr aufwendig, weil ihr müsst euch mal vorstellen, wirklich die Originalsprecher irgendwie wieder zu finden, zu fragen, ob sie überhaupt Bock haben dazu, das zu machen, ist halt ein bisschen anstrengend, weil damit kommen halt natürlich extrem hohe Kosten immer dazu. Aber dass sie das gemacht haben, finde ich echt geil. So. Au, 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 au. Ich bin doch genau... Na gut, jetzt darf ich aber nicht sterben, weil das wäre echt peinlich. Zack. Wow! Jetzt ist gerade mein Fernseher, also mein Bildschirm ausgegangen. Und natürlich, da in der Sekunde werde ich natürlich getroffen. Geil. So schwer ist der Gegner eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich der einfachste. Und trotzdem sterbe ich fast schon wieder. So, jetzt sei bitte down. Jawohl, er ist down. Oh, Gott sei Dank. Und der ganze Tempel stürzt ein. Nein, nein, wir dürfen nicht. Wir dürfen nicht sterben. Nein. Hurry, Mr. McTee. This place is falling to pieces. No, I'm not leaving without that scepter. Dagobert, ich würde auf jeden Fall abhauen,
Das sieht nicht gut aus. Get us out of here, Launchpad. Juhu! Wir sind gerettet. I cannot believe we came all this way for nothing. Oh, die Inkas wieder. Was wollen die denn? What's the meaning of this? Outsider, our prophecies have long foretold that our ancient city would one day be returned to us. For hundreds of years we have waited, and at last that day has come. You mean you're not mad at me? Mad? Quite the contrary, feathered one. Is there anything we can do to repay you? Well, now that you mention it, I did come here looking for an ancient scepter. I didn't suppose... Does it look like this? It fell from the temple. Oh, they're climbing for nothing. Hey, Mr. McDee? Bless me, bagpipes, the scepter of the Incan King! It is yours. Take it and go in peace. Wir gehen in Frieden. Macht's gut, ihr lieben Inkas. After all, it was just the old king's back scratcher. Was? Es war einfach nur ein Rückenkratzer? Wollt ihr mich verarschen? Dafür die ganze Aufmühe nur, um einen Rückenkratzer zu bekommen. Toll. Wunderbar. So, Freunde, das war's wieder mal für heute. Wir haben eine ganze Menge geschafft. Wir haben den Inka-Rückenkratzer bekommen. So, jetzt sehen wir noch ganz kurz unsere Kohle an, wie viel wir verdient haben. Ui, eine ganze Menge Kohle. Und über zwei, komm, das sind über 3 Millionen, komm. Das sind über 3 Millionen. Jawohl, wir haben 3 Millionen auf unserem Konto, liebe Freunde. Wir sehen uns im nächsten Part wieder von DuckTales Remastered. Macht's gut. Ciao.